Der einheitliche Kern ist das umfangreiche, fundamentale Forschungsprojekt der internationalen gesellschaftlichen Bewegung ALATRA. Diese Forschung führen Menschen auf der ganzen Welt selbst durch. Und sie zeigt, dass wir alle Menschen eine große, einheitliche Familie sind. Wir mögen unterschiedlich aussehen, verschiedenen Kulturen angehören, verschiedene Traditionen pflegen, aber die geistlichen und moralischen Werte, nach denen wir leben, sind einheitlich. Das Leben, Freundlichkeit, Liebe und Menschlichkeit. Dank den Wissensschlüsseln aus den Büchern von Anastasia Nowak und den Sendungen mit der Teilnahme von Igor Mikhailovich Danilov ist es möglich geworden, gemeinsam diesen einheitlichen Kern zu offenbaren, der jeder Glaubensrichtung und jeder Kultur zugrunde liegt. Die Tiefgefühle, die wir im Inneren leben, sind einheitlich. Nach dem ersten Film, der einheitliche Kern, die Wahl und der Erkenntnis, wie wichtig die Wahl im Leben jedes Menschen ist, haben die Teilnehmer des Projektes sich die Frage gestellt: Wer trifft die Wahl in dem Menschen? Wie spiegelt sich das Verständnis der Persönlichkeit in einem Menschen wider? Und wie ist das mit dem Verständnis des Lebens verbunden? Was ist das Wesentliche beim Erlangen der wahren geistlichen Freiheit für den Menschen? Der Film Das Leben stellt den ersten Teil des zweiten Films Freiheit suchende Liebe dar und eröffnet eine Filmreihe, in der die Menschen aus mehr als 180 Ländern der Welt gemeinsam forschen, Meinungen austauschen und Antworten auf die lebenswichtigen geistlichen Fragen finden. In diesem Film, welcher auf Grundlage des Wissens von ALATRA basiert, wurden die Quellen der verschiedenen Religionen der Welt analysiert, die Ansichten von bekannten Wissenschaftlern, Spezialisten, Vertreter verschiedener Völker gesammelt. Lasst uns aber zuerst herausfinden, welche Meinung die internationale Öffentlichkeit über moralische und geistliche Werte hat. Denn Menschen aus der ganzen Welt haben wir dieselbe Frage gestellt. Was haben wir alle gemeinsam? Und deren Antworten zeigen uns, was uns alle vereint. De faire cette interview au titre de l'organisation ALATRA. Siamo partecipanti volontari di un movimento internazionale che si chiama ALATRA. And we're conducting a research, the Universal Train. And the purpose of this project, we want to find out what unites us as a society. Ми мота соціальні часті і студували книги дрівніших культур. Щоб знайти в кожній культурі общі єдині зерна. En todos los países del mundo nosotros hablamos con la gente. Queremos que cada persona pueda responder a las siguientes preguntas. We ask certain questions of people on the streets and famous people, like everybody. So if you don't mind, I would like to ask you questions. Okay. Пожалуйста. Apa yang mempersatukan manusia di planet ini tanpa melihat agamanya? Независимо от национальности, социального статуса, от вероисповедания, от стран проживания. Unabhängig von Religion, Politik. What unites all people across the world internally? Co właśnie robić człowieka człowiekiem? Co i co jednoczy właśnie wszystkich ludzi? Qu'est-ce qui unit tous les gens intérieurement? As one unified world. Что общее у нас всех? Вне зависимости от национальности, религии, вероисповедания. Что у нас у всех есть общее? Alle haben gemeinsam das Gefühl der Liebe. Das vereint uns alle, meiner Meinung nach, weil es im Prinzip dem Menschen eigen ist, zu lieben. Er wird geboren und empfindet für alles Liebe. Er liebt seine Familie, er liebt sein Leben. Und wenn die Menschen das Gefühl der Liebe haben, nur dann kann man einen Menschen Mensch nennen. Wenn er keine Liebe in sich trägt, dann ist der Mensch in ihm auch verschwunden. Die wahre Liebe kann uns alle verbinden, kann uns alle vereinen. Wir sollten aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen. Das ist alles. In der Welt gibt es verschiedene Religionen, Nationalitäten und andere Unterschiede. Ich sehe aber, dass wir alle Menschen sind und unabhängig davon, wie wir erzogen wurden und welche Manieren uns beigebracht wurden, haben wir eine gemeinsame Moral, die sich in den menschlichen Eigenschaften widerspiegelt.
Wir sind nicht ohne Grund Menschen und wir haben etwas Besonderes, im Gegensatz zu Tieren. Wir müssen umfassender denken, weil wir alle Menschen sind. Die Menschlichkeit muss uns alle vereinen. Ich denke, dass uns alle Liebe vereint. Wenn dieses Gefühl unser Herz ausfüllt, wissen Sie, wird das Leben wunderschön und voller Glück. Und dir wird einfach. Du bist glücklich. Ich denke, dass Menschlichkeit die höchste Ebene der Liebe ist. Die Menschlichkeit beginnt mit dir selbst, mit der Erkenntnis, dass du ein Mensch und menschlich bist. Menschlichkeit ist eine internationale Sprache. Wissen Sie, egal wo auch immer Sie hingehen, wenn Sie die Menschlichkeit in sich tragen, dann können Sie mit jedem Menschen kommunizieren. Wenn Sie sich von dieser Menschlichkeit leiten lassen und ich das ebenfalls tue und Sie beispielsweise Russisch und ich Englisch spreche, wir uns nicht verstehen, dann lächeln wir einfach. Wir drücken auf diese Weise unsere Zustimmung und Liebe aus, die wir empfinden. Dann kommunizieren wir auf der tiefen Ebene des Geistes. Gemeinsame menschliche Eigenschaften sind bei allen Völkern gleich. Das sind Güte, Geistlichkeit. Unsere gemeinsamen Werte sind es: geistlich, rein, gütig zu sein, die Menschen zum wahren menschlichen Leben aufrufen, gütig und aufgeschlossen zu sein. Die Liebe ist das, was uns verbindet. Die Liebe zu einem anderen Menschen, die Liebe zu allen. Ich denke, alle fühlen das. Wir Menschen sollten uns zusammenschließen, unabhängig davon, welche religiöse Überzeugung oder Glaubensrichtung wir haben. Wir müssen lernen, zusammenzuarbeiten und wir sollen lieben, trotz der Unterschiede. Ich glaube, wir müssen lernen zu lieben. Wenn wir es alle verstehen, fühlen, daran glauben und beginnen, darüber zu reden, dann wird es wahrscheinlich anfangen zu gedeihen. Das hängt von uns ab. Wie wir sind, so wird auch unser Umfeld sein. Es gibt Unterschiede in den Religionen, in der Hautfarbe, in den Traditionen, in den Ethnien. Aber schließlich vereint alle Menschen dasselbe: die Liebe. Es ist die Liebe zum Leben in all ihren Erscheinungen. Der Herr Gott hat uns alle mit vielen Eigenschaften ausgestattet. Man muss sie mit dem Herzen fühlen können. Die Menschlichkeit, die Barmherzigkeit. Du solltest allem gegenüber, was dich umgibt, nicht gleichgültig sein. Wir sollten alle so sein. Ich kann aus Malawi stammen, jemand aus Sambia, jemand aus Deutschland, aber wir alle sind Menschen. Uns alle verbindet ein geistlicher Aspekt, denn wir alle sind Menschen, die von einem Schöpfer erschaffen wurden. Sie haben einen Geist, ich habe auch einen. Und es spielt keine Rolle, dass sich unsere Haut äußerlich unterscheidet, denn wir alle haben den gleichen Geist in uns. Meine Verantwortung als Mensch ist es, meinem Nächsten zu ermöglichen, in Frieden zu leben, denn wir alle brauchen. Es liegt an der Weltanschauung. Ich muss meinen Freund als Menschen wertschätzen. Wir sind Reporter des internationalen freiwilligen Internetfernsehens Alatra TV und möchten Ihnen eine Frage stellen. Was vereint alle Menschen auf der Welt, unabhängig von der Nationalität, religiöser oder politischer Zugehörigkeit, sozialem Status? Was vereint innerlich uns alle? Das ist ziemlich interessant, dass Sie das erwähnt haben. Denn Kalifornien ist gerade ein Beispiel für einen solchen ungewöhnlichen Ort. Als ich dort Gouverneur war, habe ich festgestellt, dass es in diesem Bundesstaat alle Religionen gibt. Mehr als 140. Jede Nationalität ist in Kalifornien vertreten. Und alle leben zusammen. Jede Religion, jede Nationalität, jede Kultur. Alle leben zusammen und niemand kämpft gegeneinander. Ich glaube, dass die Menschen in ihrem Wesen friedlich sind. Es ist einfach so, dass Politik und Religion uns Menschen manchmal absichtlich trennen. Wir sollten wachsam sein. Also, wir haben in Kalifornien gezeigt, dass man Seite an Seite leben und Freunde sein kann. Und man kann miteinander gut auskommen. Sogar wenn sie unterschiedliche politische und religiöse Ansichten haben, wenn die Hautfarbe und alles andere sich unterscheidet. Aber sie können miteinander gut auskommen, sie können zusammenleben und zusammenarbeiten.
Wenn der Mensch die Grenzen der Religion, des Landes, die uns trennen, der Nationalitäten und so weiter beseitigen würde, nur dann können wir eine wahrhaftig starke Zivilisation sein. Ich lebe meinem Herzen folgend, dem Herzen, das voller Liebe ist, vollkommener Liebe. Wenn du sogar denjenigen liebst, der dich beleidigt, du sagst ihm Danke für die Erfahrung, weil er dein Lehrer ist. Was vereint alle Menschen auf der Welt? Was haben wir alle gemeinsam, unabhängig von dem Land, dem Wohnort, Staatsbürgerschaft, Hautfarbe, Religion und so weiter? Liebe und Respekt. Aber die Liebe ist das allerstärkste Gefühl, das alle Menschen vereinen kann. Die wahre Liebe geht weit über die Worte hinaus und repräsentiert Einigkeit. Mit anderen Worten gleichen wir den Teilen dieser Göttlichkeit oder dem, was man die Quelle dieses großen Geistes nennen kann, wenn wir verstehen, dass jeder von uns mit anderen vereint ist. Die wahre Liebe ist das Verständnis davon, dass wir alle vereint sind. Liebe ist alles, was es gibt, alles, was uns umgibt. Der Mensch kann ohne Liebe nicht leben. Die kürzeste Beschreibung von Gott ist: Was ist Gott? Gott ist die Liebe. Das bedeutet, du trägst Gott in dir. Und je tiefer er in unsere Seele, in unser Herz, in unseren Verstand eindringt, je mehr wir das große und das wichtigste Thema im Leben eines Menschen begreifen, umso mehr verstehen wir und kommen zu der Hauptschlussfolgerung, dass es notwendig ist, mit Güte zu leben. Nach meiner Wahrnehmung des Lebens und der Welt, es ist die Liebe. Ich meine Liebe großgeschrieben, ein Zustand des Seins. Die bedingungslose Liebe in ihrer Essenz. Selbstlos, niemandem adressiert, allumfassend. Das Einzige, was wirklich existiert. Alles andere ist nur irgendeine Illusion. Wir alle haben dieselben Wurzeln. Das ist ein guter Grund, um geeint zu sein. Ich meine, dass unsere einzige Mission auf diesem Planeten ist, alle zu lieben. Denn das Leben ist kurz. Wir müssen diese Möglichkeit schätzen und einfach alle lieben. Wenn ein Mensch die Schönheit im Inneren hat, spiegelt sie sich auch im Äußeren wider. Es ist im Grunde genommen Energie, das ausstrahlende Licht. Menschlichkeit ist das Allerwichtigste. Weil Menschen nichts Böses verursachen sollen. Der Mensch soll das Gute schaffen. Was meinen Sie, was vereint alle Menschen auf der Welt, unabhängig von Nationalität, sozialem Status und Religion? Frieden, Frieden, Frieden und Zusammenarbeit. Jeder Mensch soll sich selbst im Leben finden und dann sich in diese Richtung entwickeln. An sich arbeiten, wachsen, ein Vorbild sein. Genau das ist die Schöpfung. Jeder von uns soll daran denken, dem anderen auf Augenhöhe zu begegnen, so wie wir es uns wünschen, von anderen behandelt zu werden. Die Menschen sollen einander lieben, denn wir sind alle Menschen und wir kamen hierher aus derselben Quelle. Wir brauchen gute Gedanken in jeder Situation, Frieden und Liebe. Das ist alles. Im Grunde sind wir alle Menschen und wir brauchen Liebe, Frieden, Menschlichkeit, und Harmonie, um wie Brüder und Schwestern zu leben. Ich denke, was uns alle vereint, dass wir alle auf dem Planeten Erde leben. Für mich sind alle gleich, unabhängig von der Nationalität, Religion, Geschlecht oder von den Möglichkeiten, die der Mensch hat. Wir sind alle Weltbürger. Wir können uns gegenseitig akzeptieren, respektieren. Das ist das, was wir meiner Meinung nach gemeinsam haben. Wir alle haben ein gemeinsames Zuhause, unsere Welt. An erster Stelle steht der Mensch. Die Frage kam vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte des Verständnisses auf eine höhere Ebene. Was ist der Mensch? Warum gibt es den Menschen? Ich finde, dass die menschliche Natur darin besteht, in Frieden und Harmonie zu leben. Daher sollte der Unterschied in den Prinzipien die menschliche Gemeinschaft nicht spalten. Ich glaube, dass die Liebe vereint. Liebe zum Land, Liebe zur Frau, Liebe zur Mutter, Liebe zum Vater. Das ist das einzige Wort, das meiner Meinung nach für alle gleich ist. Wissen Sie,
Die wichtigste Liebe ist zu Gott. Die erste Liebe ist nur für ihn. Frieden und Liebe bauen die Welt und das Leben auf. Und ich wünsche den Menschen, in einer solchen Welt zu leben. Wir alle sind Menschen. Wir wurden alle vom selben Schöpfer erschaffen. Deshalb sollen wir in Harmonie miteinander leben. Wir können die Welt verändern, indem wir anderen die Liebe schenken, sodass jeder von uns die Liebe erhält. Dann werden wir mehr Liebe haben, um sie dem nächsten Menschen zu schenken. Ihr bewahrt diese Liebe in euch, um diese Liebe zu teilen. Wahrscheinlich muss man mit der Seele leben. Man muss mit der Seele fühlen, nicht falsch sein. Seelenvolle Haltung braucht ein reines Herz, eine positive Einstellung. Alles hängt von dem Menschen ab. Alles hängt von der Persönlichkeit ab. Ich denke, der Sinn von allem ist die Liebe. Wenn Sie lieben, werden Sie andere respektvoll behandeln. Sie werden gütig und glücklich sein, wenn Sie Liebe in sich tragen. Weder Religion noch Hautfarbe spielen eine Rolle, denke ich. Ich habe gesehen, wie Hass eine Menge Probleme in dieser Welt verursacht, aber ich habe noch nie gesehen, dass der Hass Probleme löst. Das Einzige, was das Problem lösen kann, ist der Mut zu lieben. Der Mut zu lieben und die Tapferkeit zu dienen. Was vereint alle Menschen auf der Welt, unabhängig von der Nationalität, religiöser oder politischer Zugehörigkeit, sozialem Status? Was vereint uns alle innerlich? Wir sind alle Menschen und gehören zu einer Menschheit. Wir sind alle ein Teil davon. Wir haben einen Planeten Erde. Wir müssen uns gegenseitig respektieren und das, was uns wichtig ist, Werte zu haben. Es ist notwendig, dass wir die Werte haben. Werte des Friedens, des Respekts, der Ehrlichkeit. Das ist das, was uns als Brüder und Schwestern, die in einer Welt leben, vereint. Sagen Sie bitte, was vereint alle Menschen, unabhängig von Religion, Nationalität, sozialen Status? Was haben wir innerlich gemeinsam? Liebe. Natürlich haben wir alle die gleichen allgemeinen menschlichen Werte. Wir lieben unsere Familien. Wir lieben unsere Länder. Wir wollen besser leben. Die Tatsache, dass wir in verschiedenen Ländern aufgewachsen sind und verschiedene Sprachen sprechen, ist kein Hindernis. Gegenseitiges Verständnis, Freundlichkeit und seelische Verbindung ist das, was wichtig ist. Um einander zu verstehen, ist die Sprache nicht notwendig. Wir sind alle vereint. Es hängt nicht von der Religion ab. Ich meine, das ist was anderes. Wir alle haben einen Gott. Wir sind eins, wir sind alle vereint. Man sagt, es gibt kein schlechtes Volk. Alle Völker sind einzigartig und wir ergänzen uns gegenseitig wie Wildblumen. Denken Sie an die Menschen nicht durch das Prisma ihrer Religionen. Betrachten Sie sie als Menschen. Es ist egal, welche Religion, welche Hautfarbe oder ethnische Zugehörigkeit sie haben. Im Wesentlichen ist die Menschlichkeit das, was Harmonie zwischen den Zivilisationen schafft. Wir sind alle Menschen, also wollen wir in Frieden leben. Was mich betrifft, ich wäre gern mit allen befreundet. Menschen sind alle gleich. Trotz der Tatsache, dass sie aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Umfeldern kommen. Und am wichtigsten ist das, was uns vereint. Die Liebe, die Fähigkeit zu lieben und das Bedürfnis, geliebt zu werden. Das Bedürfnis, mit anderen zu kommunizieren. Liebe ist eine Sache, die verschiedene Menschen auf dieser Welt verbindet. Uns verbindet die Tatsache, dass wir gute Menschen sind. Alter, Religion, Kultur, Hautfarbe spielen keine Rolle. Wir müssen vereint sein. Und wir müssen uns umeinander kümmern. Menschlichkeit über alles. Dann werden wir wissen, wie wir einander helfen, uns weiterzuentwickeln und umeinander zu kümmern. Denn Geistigkeit muss an erster Stelle stehen. Das Wichtigste in den Menschen ist die Güte und die Menschlichkeit.
Wir haben alle gemeinsame Werte und ich glaube, dass die Güte uns alle vereint. Sie als Bloggerin reisen viel und kommunizieren mit sehr vielen Menschen. Was glauben Sie, was vereint alle Menschen, unabhängig von ihrer Nationalität und religiösen Zugehörigkeit? Was vereint uns innerlich alle Menschen auf der Welt? Am liebsten würde ich sagen Liebe. Es ist wirklich so. Ich klassifiziere Menschen überhaupt nicht nach Hautfarbe, Religion und so weiter. Ich denke, dass man in sich hineingehen muss und sich bei dem Gedanken erwischen, wann du dein Tierisches und wann du dein Seelisches befriedigst. Und je mehr du lernst, an dir arbeitest, desto größer sind die Chancen, dass alles gelingt. Ich denke, dass Menschen die Liebe und Fürsorge anderer Menschen auf die gleiche Art und Weise fühlen, unabhängig von ihren religiösen Überzeugungen oder irgendetwas anderem. Das ist das, was wir sicherlich alle gemeinsam haben. Was denken Sie, was verbindet alle Menschen auf der ganzen Welt innerlich, unabhängig von ihrer Nationalität, Religion oder ihrer Glaubensrichtung? Was haben wir alle gemeinsam? Uns vereint die Liebe, Beziehungen, Freundschaft, gegenseitiges Verständnis. Die Liebe, die wir füreinander empfinden, ist das, was wir gemeinsam haben. Es ist etwas dermaßen Starkes, dass wir es wahrnehmen können, weil wir Menschen sind. Wenn wir also diese Einigkeit haben, werden wir in einer wunderschönen Welt leben. Nicht in solcher, die wir in letzter Zeit beobachten können. Ich habe den Eindruck, dass in verschiedenen Kulturen, in den meisten von ihnen, die Werte gleich sind. Vereinigung miteinander, Respekt, gegenseitige Fürsorge. Ohne Liebe können wir nicht leben. Wir alle müssen Liebe, Fürsorge und Respekt ausdrücken, um in einer glücklichen Gesellschaft zu leben. Ich habe etwa 100 Länder auf der ganzen Welt besucht. Ich habe gewöhnliche Menschen getroffen, keine Politiker, die mit den Schicksalen dieser Menschen spielen. Überall sehe ich, dass die Menschen Frieden wollen, dass sie nicht gegen ihre Nachbarn kämpfen wollen. Sie sagen, wozu? Verstehen Sie, es ist einfach Dummheit. Warum kämpfen diese großen Präsidenten und Politiker nicht selbst irgendwo im Ring gegeneinander und treffen erst dann die Entscheidung? Es ist so traurig, wenn man so viele Menschen leiden sieht. Nur weil so viele Politiker in das Spiel involviert sind. Es gerät außer Kontrolle. Niemand mehr kann es kontrollieren. Was uns innerlich vereint, ist, dass wir alle Menschen sind. Unabhängig davon, ob der Mensch reich ist oder nicht, ob Multimillionär oder arm. Wir sind alle gleich. Wenn wir vom Planeten sprechen, sind wir alle eine Familie, alle gleich. Lasst uns nicht durch die Grenzen, Sprachen oder Glaubensrichtung trennen. Wir sind alle eins. Wir alle sind eine einheitliche Menschheit auf diesem Planeten. Beseitigt die Barrieren. Glaubt nicht, jemand sei ein Feind, jemand sei schlecht. Jede Farbe, jeder Glaube, jede Sprache, es ist großartig. Freundschaft ist das, was am Ende gewinnt. Freut euch über die Welt. Sie wurde von Gott erschaffen und Gott will, dass ihr euch einfach darüber freut. Ich glaube, wenn man diese Liebe fühlt, kann man sie nicht in Worte fassen. Die Worte vermitteln es nicht richtig. Es ist ein großartiges Gefühl der Erfüllung, der Liebe, etwas im Inneren, unsere wahre Natur. Das ist das, worüber Jesus, Buddha, Mohammed, all die Propheten sprachen, die auf diese Erde kamen. Die Methoden sind unterschiedlich, aber sie haben alle den gleichen Zweck, uns beizubringen zu lieben. Das Problem der Religion liegt darin, dass viele Menschen eher Traditionen und Regeln befolgen und die wahre Botschaft, die Liebe, über die alle sprachen, einfach vergessen. Leute, das, was ihr macht, ist großartig. Ihr kommt und redet mit den Menschen über die Liebe. Ich warte ungeduldig auf eure weiteren Interviews, um die Meinung anderer Menschen zu hören, um zu erfahren, was sie darüber denken. Das ist sehr interessant. Was wir gemeinsam haben, ist die Menschlichkeit. Wir sind alle Menschen. Wenn wir alle das Gemeinsame verstehen, unabhängig von Hautfarbe, Religion, Land, dann sind wir alle Menschen. Das ist das Einzige, was zählt, was uns zusammenbringt, uns gleich macht. Und wenn wir auf dieser Ebene zusammenkommen können, wird es für uns einfach sein, miteinander glücklich zu leben. Ich überzeuge mich immer wieder davon, dass jedem Menschen das Gute innewohnt. Und dass Menschen immer eine gute, vertrauensvolle Beziehung untereinander aufbauen können. Das, was jeder von uns tut, und was noch viel wichtiger ist, wie wir es tun, kann und wird die Zukunft der Menschheit bestimmen.
Denn durch die Zusammenarbeit können wir eine vielversprechende Zukunft schaffen. Wir sind Frauen, wir sind Mütter, wir haben Kinder und wir wollen, dass unsere Kinder in einer guten Welt aufwachsen, in einer besseren Welt. Ich selbst habe 4 Kinder und ich fühle, wenn ich nichts tue, um diese Welt für jeden von uns noch ein bisschen besser zu machen, unabhängig von Hautfarbe, Kultur, Glaubensrichtung, Nationalität, dann werden meine Kinder in so einer Welt, wie sie gerade ist, aufwachsen. Und ich wünsche mir, dass meine Enkelkinder in einer besseren Welt geboren werden. Als Vater von 2 Kindern tue ich dies nicht nur für mich, sondern auch für meine Kinder. Aber ich denke, dass die Menschheit eine Chance hat, wenn wir schnell genug und mit genügender Entschlossenheit handeln. Man muss die Veränderungen verbreiten, die das weitere Funktionieren der menschlichen Zivilisation ermöglichen. Ich bin ein Diplomat, aber vor allem bin ich Mensch. Und als Mensch möchte ich Frieden und Harmonie mit allen Menschen haben. Wir sind alle Menschen, wir haben unterschiedliche Kulturen und Religionen, aber wir glauben alle an das Leben. Wir glauben an die Liebe. Wir wollen ein gutes Leben und eine bessere Welt haben. Wir müssen alle vereint sein. Heute haben wir neue Herausforderungen, wie zum Beispiel das Klima, den globalen Klimawandel. Wenn es keine Vereinigung zwischen den Menschen geben wird, werden wir keine Lösung finden. Wir brauchen diese Vereinigung. Ich denke, dass die Menschen zuallererst dankbarer sein sollten, indem sie allen viel Liebe schenken, so viel sie nur können. Generell sollen wir keine Gegenleistung erwarten, sondern einfach nur geben. Du solltest derjenige sein, der du sein solltest. Der Mensch, der Güte, Lächeln, Freude bringt, der einem Engel gleicht. Und wenn du zu den Menschen kommst und diese Güte, diese Wärme, dieses Lächeln fühlst, du willst leben, du willst lächeln, ihnen Freude schenken. Wenn du dich in so einer Gesellschaft befindest, dann willst du selbst jedem Freude und Lächeln schenken. Bei der Kommunikation mit Menschen verstehe ich, dass alle nur das eine wollen, Frieden, eine Art Wohlergehen für die Menschheit. Deshalb wollen alle meiner Meinung nach und wahrscheinlich nach der Meinung der meisten Menschen, ich reiste viel, war in vielen Ländern und kommunizierte viel, nur das eine, Frieden, Frieden und Seelenruhe. Der Glaube, dass wir ein Körnchen sein können, aus dem ein Ährchen der Güte, ein Ährchen des Friedens und ein Ährchen der Liebe wachsen wird. Es gibt ein Verständnis darüber, dass wir alle Menschen sind. Dass wir unter der Haut das gleiche Blut, das gleiche Herz haben. Wir können reden, miteinander kommunizieren. Wir haben alle die gleichen Gefühle. Und was uns vereint, ist das Wissen, dass wir alle von einem Gott erschaffen wurden. Und dass wir in derselben Welt sind. Wenn ein Teil singt, singt auch der andere. Deshalb ist es für uns wichtig, in der Liebe vereint zu sein. Wahre Liebe ist, unseren wahren Schöpfer zu kennen und ihn zu lieben. Wir alle haben die gleichen Werte. Wenn wir zur Schwesternschaft, Bruderschaft, zur wahren Liebe kommen können, Agape, wie wir es im Christentum nennen, dann wird die Welt ein wunderbarer Ort zum Leben sein. Wenn wir ihn kennen, dann können wir einander lieben. Denn unser Schöpfer, von dem wir abstammen, ist auch die Liebe. Alatra vereint die Menschen durch die Liebe. Alatra ist die Liebe.